Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, sehr geehrter Herr Dr. Pöttering, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, aus Anlass der Feierstunde zum 50. Todestag Konrad Adenauers zu Ihnen sprechen zu können. Gerne wäre ich persönlich nach Berlin gekommen. Doch gesundheitliche Gründe sprachen leider dagegen. Die moderne Technik macht es mir aber möglich, per Video an dieser wichtigen Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung teilzunehmen. Und ich bin sehr froh, dies in der Anwesenheit der von mir sehr verehrten Frau Bundeskanzlerin zu tun. Das Attribut der Größe bleibt jenen Führungspersönlichkeiten vorbehalten, nach denen die Geschichte nur noch im Lichte ihrer Taten erzählt werden kann. Ich habe wichtige Ereignisse in der deutschen Geschichte miterlebt. Im Land meiner Geburt, als Flüchtling von den Wirren der Zeit, als Soldat der Besatzungsarmee und als Zeuge der erstaunlichen Erneuerung Deutschlands. Nur noch wenige derer, die diese Entwicklung erlebt haben, sind noch unter uns. Für viele Deutschen, der Deutschen, erscheint die Adenauer-Ära wie eine Erzählung aus längst vergangenen Zeiten. Sie leben aber heute in einer Dynamik, die von Konrad Adenauer in Gang gesetzt wurde. Einem Mann, der von 1876 bis 1967 lebte und damit bis auf 5 Jahre sein ganzes Leben in der 1871 erstmals verkündeten Vereinigten Deutschen Nationalstaat verbrachte. Die Bundesrepublik bei ihrer Gründung verwüstet, verarmt und gespalten, war das Ergebnis der Vereinigung der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszonen mit nur 2/3 der Vorkriegsbevölkerung. 5 Millionen Flüchtlinge aus dem deutschen Vorkriegsgebiet mussten integriert werden. Die sowjetische Besatzungszone mit 18 Millionen Einwohnern wurde in einen kommunistischen Staat umgewandelt. Der Aufstieg der Bundesrepublik beendete ein Jahrhundert von Diskontinuität. Im Deutschen Reich nach Bismarck fühlte man sich belagert von den Bündnissen, mit denen Deutschland umgeben war. In der Weimarer Republik fühlte man sich gedemütigt durch einen aufgezwungenen Friedensvertrag. Unter Hitler wurde eine atavistische Vorherrschaft angestrebt. Die Bundesrepublik entstand in einem Vorfeld von weltweiter Verbitterung.
das neu gewählte deutsche Parlament entschied sich mit einer Mehrheitsstimme am 15. September 1949 für Konrad Adenauer als Kanzler. Kurz danach, am 22. November, unterzeichnete er das Petersburger Abkommen mit der alliierten Hohen Kommission der drei westlichen Besatzungsmächte, wodurch die Souveränität auf die Bundesrepublik überging, jedoch mit dem Vorbehalt der juristischen Gleichheit. Das Zentrum ihrer Bergbauaktivität, das Ruhrgebiet, verblieb unter der besonderen Kontrolle der Alliierten, ebenso die Industriegegend des Saarlandes an der französischen Grenze. Adenauers Zustimmung zu diesen Bedingungen erbrachte ihm den Spitznamen Kanzler der Alliierten. Bei seinem ersten offiziellen Treffen mit den Hohen Kommissaren am 21. September 1949 machte Adenauer deutlich, dass er zwar unterschiedliche Behandlungen, nicht aber Unterordnung akzeptieren würde. Die Hohen Kommissare hatten sich auf einem Teppich aufgereiht. Daneben war ein Platz für Adenauer bestimmt worden. Der Kanzler forderte das Protokoll heraus, indem er direkt auf den Teppich trat. Von dieser Position aus verkündete Adenauer einen historischen Wendepunkt auf gleicher Ebene mit den Hohen Kommissaren. Die junge Bundesrepublik würde nach seinen Worten nach vollständiger Freiheit anstreben, indem sie sich einen Platz in der Gesamtheit der Gemeinschaft der Völker erarbeiten würde, ohne Druck ausüben. Zudem, indem er ein vollkommen neues Konzept der Außenpolitik forderte, verkündete Adenauer dabei, dass er einen positiven und lebensfähigen europäischen Föderation zu Überwindung des engstirnigen Nationalkonzeptes, wie es im 19. und 20. Jahrhundert vorherrschte, um die Eintracht des europäischen Lebens auf allen Betätigungsfeldern wieder herzustellen. Adenauers Verhalten untermauerte seine Ablehnung der europäischen Vergangenheit. Groß, aufrecht und ihn unerschütterlich, sein Gesicht
unbeweglich seit einem Autounfall in seiner Jugend, strahlte er die Gelassenheit der Ära von vor dem Ersten Weltkrieg aus, die ihn geprägt hatte. Genauso unverwechselbar war sein Redestil. Er vermittelte, dass Unaufdringlichkeit und Leistung nicht Druck oder Verordnen zum neuen Arbeitsstil Deutschlands werden würden. Winston Churchill hatte einen vergleichbaren Vorschlag für Europa zwei Tage zuvor in Zürich gemacht, doch dieser war damals nicht im Amt. Während Adenauer zwischen Niederlage und Teilung regierte, hatte er eine Trennung seines Landes auf unbestimmte Zeit, möglicherweise für immer, akzeptiert, bei gleichzeitiger Integration in die entsprechenden europäischen Strukturen. Das Land, dessen Nationalismus zwei Weltkriege ausgelöst hatte, würde sich fortan auf die Partnerschaft mit seinen einstigen Feinden verlassen. Die Westbindung erwies sich als fundamental. Die Wahl von Bonn als neue Hauptstadt, geografisch im westlichsten Teil Deutschlands gelegen und mit engen Verbindungen zu Westeuropa, war von symbolischer Bedeutung. Adenauer überzeugte das Parlament, sich für Bonn zu entscheiden, weil, wie, so sagte er augenzwinkernd, er die Hauptstadt in der Weinregion und nicht zwischen Kartoffelfeldern haben wollte. Und nicht zuletzt, weil sein Heimatort Rönsdorf mit ungefähr 1000 Einwohnern nicht geeignet sei für eine Hauptstadt. Es brauchte die gesamte Persönlichkeit seines Ansehens, um diese Vision in Realität umzusetzen. Widerstand kam hauptsächlich von der Sozialdemokratischen Partei, die zwar für Demokratie eintrat, aber auf einer nationalen Politik der Neutralität beharrte. Opposition kam aber auch von einigen deutschen Konservativen. Einer ihrer Sprecher war Heinrich Brüning, der Kanzler, dessen Sturz im Jahr 1932 den Weg für Hitler geebnet hatte. Adenauer blieb unnachgiebig. Er erklärte die demokratische Erneuerung zu seiner Hauptaufgabe,
als Voraussetzung für die europäische Integration. Eine Erneuerung des Rufs als zuverlässig zu gelten, war unverzichtbar. Ein Lavieren zwischen den Supermächten würde das Vertrauen zerstören und historische Tragödien wiederholen. Adenauers Außenpolitik basierte auf der moralischen Verpflichtung zur Demokratie. Er stellte sie in eine ständige Weiterentwicklung mit Blick auf ein zweifaches Ziel vor, das die Sicherheitspartnerschaft mit Amerika und die politische Integration mit Europa. Dem Petersberger Abkommen von 1949 folgten Verhandlungen über die europäische Verteidigung, beschleunigt durch den Koreakrieg und die sowjetische militärische Aufrüstung in Zentraleuropa. Bei der Gründung der NATO appellierte Adenauer an die europäischen Völker, ihre Bemühungen in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu verbinden. Nachdem die französische Nationalversammlung ihren Konsent abgelehnt hatte, stimmte er dem Pariser Verträgen zu, wonach die Besatzung Westdeutschlands beendet, seine Souveränität bestätigt und der Weg für die nationale Mitgliedschaft in der NATO eröffnet wurde. Der Höhepunkt war der Besuch Adenauers nach Washington in 1955, als bei seinem Besuch des Grabes für den unbekannten Soldaten die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, bezeichnete Adenauer dies als den bewegendsten Moment seines Lebens. Die europäische Integration folgte ähnlicher aus heutiger Sicht zwangsläufiger Reihenfolge. Von der Vereinbarung über die Montanunion zwischen Frankreich und Deutschland 1951 bis zu den römischen Verträgen 1957 über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft kooperierte Adenauer mit weisen französischen Führungspersönlichkeiten und überwand eine der nationalen Erbfeindschaften in der Weltgeschichte. Innerhalb eines Jahrzehnts hatte Adenauer sein Land vom Geächteten zu einem gleichberechtigten Partner in politischen und Sicherheitsfragen in eine Weise umgestellt,
wie das beispiellos war in der Geschichte Europas. Dies wurde ermöglicht durch einen Geist amerikanischer Kreativität, die den Isolationismus von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg überwand. Einerseits in Gestalt des Marshallplans und andererseits durch die Gründung der NATO. Die Vereinigten Staaten wurden Deutschlands Hauptverbindungsland in puncto Sicherheit über die NATO und in Bezug auf wirtschaftliche Wiederbelebung über den Marshallplan. Frankreich als Verbindungsland zur Europäischen Gemeinschaft spielte eine vergleichbare Rolle. In Amerika wurden John Foster Dulles zum Symbol dieser Beziehung. In Frankreich war es Präsident Charles de Gaulle. Beide präsentierten für Adenauer Persönlichkeiten, die fähig waren, zu erwarten Stürme der Zukunft standzuhalten. In diesem Sinn betrachtete Adenauer Europa als eine potenzielle Korrektur zu den Schwankungen, die die globale Verantwortung und eine gewisse inhärente Rastlosigkeit der Vereinigten Staaten gelegentlich mit sich brachten. Als im Jahre 1956 Guy Mollet, Frankreichs damaliger Premierminister, auf die Kluft zwischen den Verpflichtungen der NATO und dem amerikanischen Verhalten in der Suezkrise verwies, verteidigte Adenauer diese existierende Struktur als flexibel genug. Europa wird ihre Revanche sein, sagte er. Ich hatte das Privileg, über eine Zeit von 10 Jahren Adenauers Vision bei verschiedenen Gesprächen mit ihm zu lernen. Seine Höflichkeit und Gelassenheit waren Eigenschaften, an die ich mich besonders erinnere. Unser erstes Treffen fand 1957 statt, kurz nach dem sowjetischen Berlin-Ultimatum. Adenauer bezog sich besonders auf die albtraumhafte Vorstellung, die fast jeder in die Nuklearstrategie Eingeweide teilte. Wird ein Präsident sich dazu entschließen, die Katastrophe auszulösen, worauf die Nuklearstrategie über NATO begründet war? Da die offizielle Antwort formell war, aber die tatsächliche abhängig sein würde von nicht auszumachenden Eventualitäten und Personen, wieder warf er diese Frage bei jedem nachfolgenden Treffen.
immer wieder auf. Adenauers nächste Frage betraf die geopolitische Entwicklung. Ob ich erkannt hätte, dass ein Bruch zwischen China und Russland bevorstünde. Der Westen sollte sich auf diese Möglichkeit vorbereiten und durch Meinungsverschiedenheiten seine Gegner nicht zu vielen Lockungen aussetzen. Er legte überraschtes Schweigen als Zustimmung aus und wiederholte bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus 1961 seine Vorhersage und ergänzte gegenüber einem erstaunten Präsident Kennedy: Professor Kissinger ist meiner Meinung. In meiner Teilbeschäftigung als Berater von Präsident Kennedy im Jahr 1962 wurde ich in der Zeit der Berliner Krise gebeten, Adenauer zu versichern, dass Amerika entschlossen und fähig sei, Berlin zu verteidigen und Deutschland beizustehen. Ich wurde beauftragt, Einzelheiten bestimmter Nuklearfähigkeiten und Stationierungen auf persönlicher, präsidentialer Ebene zu präsentieren. Informationen, die zu jener Zeit nur mit Großbritannien ausgetauscht wurden. Als ich meine Ausführungen zu den politischen Fragen begonnen hatte, unterbrach mich Adenauer. Das hat man mir schon in Washington mitgeteilt, wenn es mich dort nicht überzeugt hat. Warum sollte es mich hier überzeugen? Ich erklärte, dass ich als Akademiker hier sei und nur ein Viertel meiner Zeit als Regierungsangestellter. Adenauer blieb gelassen. In diesem Fall, so erwiderte er, werden wir annehmen, dass Sie mich zu drei Viertel überzeugen. Doch als ich meine Informationen bezüglich der militärischen Einzelheiten vortrug, war Adenauer wie verwandelt. Teilweise aufgrund der enormen Überlegenheit des Westens, die diese zeigte, vor allem aber aufgrund des Vertrauens, die ihm Präsident Kennedy entgegengebracht hatte. Es wurde eine der hetzigsten Begegnungen, die ich mit ihm hatte. Diese hatte einige Jahrzehnte später einen bewegenden Nachwirkung. Ich erhielt einen Brief, dessen Absender ich nicht ausmachen konnte. Es stellte sich heraus, dass das Schreiben vom Dolmetscher war, der damals unser Gespräch vermittelt hatte. Obwohl Deutsch meine Muttersprache ist, führe ich technische Gespräche
auf Englisch, weil ich mich da präzise ausdrücken kann. Adenauer hatte mir sein Ehrenwort gegeben, die durch mich übermittelten Informationen über die Nuklearpläne nicht weiter zu verbreiten. Im Brief des Dolmetschers erfuhr ich, dass dieser ein vollständiges Protokoll über die Mitteilung an Adenauer angefertigt hatte und er von Adenauer die Anweisung erhielt, die Nuklearthemen betreffenden Teile zu vernichten. Aus Respekt und wegen des gegebenen Ehrenwortes. Die historische deutsch-amerikanische Partnerschaft, die mit der Adenauer Kanzlerschaft eingeleitet wurde, hatte sich von fast diametral entgegengesetzten Ausgangspunkten entwickelt. Adenauer übernahm sein Amt, als sich Deutschland am Tiefpunkt seiner Geschichte befand. Die Vereinigten Staaten hingegen befanden sich am Zenit ihrer Macht und ihres Selbstbewusstseins. Adenauer sah seine Aufgabe darin, die christlichen und demokratischen Werte vermittels neuer Entwürfe für die traditionellen deutschen und europäischen Institutionen wieder aufzurichten. Amerika hatte ebenfalls große Ziele und verfolgte diese mit einer manchmal unnachgiebigen Entschlossenheit. Für Adenauer war der Wiederaufbau Europa die Wiederentdeckung alter Werte. Für Amerika war sie die Umsetzung der momentan amerikanischen Werte. Erfolgreich zu sein bedeutete für Adenauer, die Seele Deutschlands zu festigen. Für Amerika den gegenwärtigen Idealismus zu mobilisieren. Gelegentlich gab es Belastungen, besonders wenn der amerikanische Optimismus den Rahmen für fragilere Strukturen und unterschiedliche historische Erinnerungen übersetzte. Die atlantischen Beziehungen zwischen Bonn und Washington veränderten jedoch die ererbte, zertrümmerte Welt und trugen dazu bei, dass zwischen den Großmächten ein halbes Jahrhundert Frieden herrschte. Dieses System wird heute durch gleichzeitig stattfindende Unruhen in mehreren Kontinenten erschüttert. Ist es in der Lage,
die kranke Welt zu heilen, indem man die Überzeugungen und die Kreativität, mit der man sie mal aufgebaut hatte, wiederentdeckt. Konrad Adenauer sagte, er wünschte sich, dass man sich an ihn als jemanden erinnert, der seine Pflicht getan hat. Dafür wird man sich an ihn erinnern und für noch viel mehr. Es ist eine Ehre, ein Zeitgenosse von ihm gewesen zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.